Hallo ihr Lieben. Ja, es geht wieder um Adjektive und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe das Video, das praktisch diesem vorangestellt ist, unten verlinkt. Es sind zwei Videos. Es geht aber auch hier um genau diese gleiche Reihenfolge, nämlich bestimmte Artikel. Dann kommt in der Reihenfolge im Satz das Adjektiv und ganz dahinter zum Schluss steht das Nomen. Das ist das Wichtige. Und wir betrachten ausschließlich jetzt mal den Dativ, den Fall Dativ. Ja, wir haben uns den Nominativ und den Akkusativ jetzt im vorherigen Video schon angesehen. Könnt ihr gerne nochmal reingehen, aber ich habe das nur nochmal kurz hier zusammengefasst. Was ja auch wichtig ist, es geht hauptsächlich oder nur auch um die Adjektivdeklination. Das bedeutet ja, wie verändern sich die Adjektive, also wie verändert sich die Grundform, diese Grundform wie klein, groß, schnell, hoch, dick, dünn, schwer, leicht. Das sind ja die Grundformen. So lernen wir ja auch das Adjektiv. Wie verändern die sich jetzt im Satz? Dann, wenn wir in dem Fall Dativ den Satz bilden. Der Dativ kommt nicht ganz so oft vor wie der Akkusativ, ist aber wichtig, weil es sehr wichtige Verben sind oder auch häufige Verben. Und ein paar von denen habe ich jetzt mal aufgeschrieben, heißt ja, nach diesen Verben kommt der Dativ. So ist es ja im Akkusativ auch. Bestimmte Verben brauchen den Akkusativ, andere Verben brauchen hier den Dativ. Das müssen wir natürlich lernen und da bekommt man aber auch mit der Zeit irgendwie so ein Gefühl dafür. Wichtige Verben sind hier beispielsweise helfen. Ja, wir wissen ja, der Dativ ist ja der Wem. Fall, so wird er auch genannt, das finde ich auch ganz gut, kann man sich gut so merken. Wem helfe ich? Dir, ja, oder dem Kind. Vertrauen ist ein wichtiges Verb. Gefallen, ja, keine Ahnung. Mike gefällt das Fahrrad. Ja, wem oder was gefällt das Fahrrad? Mike. Also nach Gefallen kommt der Dativ. Dann gibt es noch weitere Verben, wichtige Antworten, gehören, zustimmen, begegnen, einfallen. Ja, ich habe einfach mal eine Auswahl getroffen, da machen wir nachher viele Beispielsätze noch damit. Aber fangen wir mal hier mit diesem Verb helfen mal an. Hier steht in der Mitte, wie hier ja auch in der Mitte, das Adjektiv und wir gucken, wie verändert sich das jetzt. Ich helfe, aha, also hat dieser Satz das Verb helfen, was mir jetzt sofort sagt, aha, es ist ein Satz im Dativ, weil das Verb helfen den Dativ braucht. Also ich helfe dem kleinen Jungen. Was haben wir hier? Der, ich habe das wieder, ich mache es immer in der gleichen Reihenfolge, der, die, das, Plural, dann passieren praktisch immer die gleichen Dinge, kommt man nicht so durcheinander. Wenn das Nomen männlich ist, wie hier der Junge, dann verändert sich der bestimmte Artikel im Dativ ja zu dem. Das haben wir vielleicht auch schon woanders gesehen. Und die Adjektive, hier ist es jetzt mal ein Adjektiv. Das Adjektiv in der Grundform klein bekommt hier das en hinten dran. Ja, das heißt, ich helfe dem kleinen Jungen. Ich nehme mal ein anderes Adjektiv. Ich helfe dem neuen Schüler. Ja, der Schüler. Oder ich helfe dem netten
Nachbarn, der Nachbar. Ja, das ist also, ihr hört das hinten an, das an die Grundform des Adjektivs fügt sich ein en an. Ja, so wird es also gebildet. Jetzt ist das Besondere, das habt ihr aber sicherlich auch schon mal gehabt, wenn ihr euch schon mit den Fällen mal befasst habt. Das ist hier die Maria, also ein weiblicher Name, Maria, die. Da heißt es dann, ich helfe der kleinen Maria. Ja, das ist ja im Prinzip dieses Ungewöhnliche, dass eigentlich aus dem Artikel die jetzt im Dativ der wird. Es ist aber so und irgendwann klingt es auch ganz richtig. Am Anfang finde ich das, ist das sicherlich ungewöhnlich. Aber es heißt, ich helfe der kleinen Maria. Oder ich antworte, weil auch antworten braucht ja den Dativ. Ich antworte der kleinen Maria. Ja, wir machen gleich noch mehr Beispielsätze. Auch hier kommt hinten ein en an die Grundform des Adjektivs, in dem Fall hier klein. Dann haben wir noch das Kind. Ja, wir haben ja gesagt, der, die, das. Jetzt ist das Nomen neutral, das Kind. Ich bleibe bei dem Verb. Ich helfe dem kleinen Kind. Nehmen wir mal ein anderes häufiges Nomen, das Mädchen. Da heißt es, ich helfe dem kleinen Mädchen. Genauso. Was fällt auf? Bei den bestimmten Artikeln und den angefügten Adjektiven bekommen alle Adjektive ein en hinten dran. Also eine relativ einfache Bildung. Kann man sich unheimlich gut merken. Im Plural ist es also genauso. Ich helfe den kleinen Kindern. Also hier echt einfach, immer mit en. Gut, wir schauen jetzt mal einige Beispiele an, um das Ganze einfach auch mal zu üben. Fangen wir an. Wir haben jetzt hier das Verb Vertrauen, das ist jetzt konjugiert mit der dritten Person Singular, Daniel. Das ist ein junger Name, ein Männername. Daniel vertraut wem? Es sind alles Sätze im Dativ natürlich. Vertraut wem? Er vertraut dem großen Hund. Warum dem? Weil es ist der Hund. Wir wissen hinten an das Adjektiv, wenn ein Adjektiv vor dem Nomen steht, kommt ein en hinten dran. Er vertraut dem großen Hund. Wenn das jetzt aber die Katze wäre, ja, einfach sein Haustier, die Katze, dann würde es heißen, er vertraut der großen oder der schönen, das kann auch Farbadjektiv sein, der weißen oder auch der schwarzen Katze. Dann hieß es aber hier der, aber das Adjektiv, alle Adjektive hätten trotzdem hinten das en. Nehmen wir mal diesen Satz. Wir drehen einfach auch mal diesen Satz komplett um. Ich mache das manchmal ganz gerne, um euch auch zu zeigen, das kann man dann, wenn die Beispielsätze kommen, immer ganz gut, wie man überhaupt mal Sätze auch verändern kann. Ja? Der große Hund, ja, das eben jetzt mal andersrum betrachtet, der große Hund vertraut dem freundlichen Daniel. Jetzt ist es der Hund, der das Vertrauen schenkt, seinem Herrchen vielleicht. Hier wollte ich eine Sache sagen, wenn wir hier ein Adjektiv haben, weil wir wollen sagen, dass Daniel freundlich ist, vielleicht auch, ist das auch der Grund, warum der Hund dem Daniel vertraut. Wenn wir jetzt hier ein Adjektiv haben, dann heißt es, dann benutzen wir auch den bestimmten Artikel dem
freundlichen Daniel oder dem netten Daniel, dem lieben Daniel. Wenn wir aber, und das ist eigentlich häufiger auch der Fall, dass wir ja hier nicht immer ein Adjektiv haben und dann einfach der Name kommt, dann würde aber auch der Artikel wegfallen. Ja, es heißt dann nur noch, der große Hund vertraut Daniel. Ist jetzt eine andere Geschichte, bezieht sich auf das Thema Nullartikel und dazu kommt auf jeden Fall noch mindestens ein Video, wahrscheinlich eher mehr. Großes Thema auch, ich wollte es nur schon mal sagen. Hier haben wir ja aber eben das Thema Adjektive und deswegen, wenn wir damit ja auch diesen Daniel hier näher bestimmen oder näher beschreiben, dann muss hier auch der Artikel stehen. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre jetzt nicht der Daniel, sondern die Renate, eine Frau. Dann würde der gleiche Satz heißen, der große Hund vertraut der freundlichen Renate. Weil wir ja wissen, wenn das Nomen, auf das sich das Adjektiv bezieht, weiblich ist, im Dativ verändert sich ja dann der bestimmte Artikel von die zu der. Ja? Nehmen wir mal nochmal ein anderes Verb, auch ein wichtiges Verb, antworten. Wem antworte ich? Diesem oder jenem, ne? Dem. Ein Beispiel, bitte antworte dem neuen Chef. Ja, ist eine Aufforderung, ich sage das jemandem, bitte antworte dem neuen Chef. Warum? Es ist der Chef, also hier wieder dem im Dativ und hinten an das Adjektiv en. Bitte antworte dem frechen Kind. Es ist das Kind, also Nomen männlich und Nomen neutral haben beide ja den Artikel, den bestimmten Artikel dem im Dativ, aber hinten beide en. Bitte antworte der jungen Frau, weibliches Nomen, insofern der bestimmte Artikel verändert sich im Dativ zu der und an das Adjektiv fügt sich ein en. Alles gleich, en, 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 immer en. Sehr einfach, kann man sich echt gut merken. Ne? Haben wir nochmal einen Satz mit Plural? Bitte antworte den lustigen Menschen. Ja, Mensch, die Menschen, auch Plural. Da wissen wir ja, im Dativ verändert sich der Artikel die zu den. Aber auch hier, an das Adjektiv fügt sich ein en an. Haben wir noch einen Satz? Du stimmst der guten Idee bestimmt zu. Oder? Ich habe jetzt auch extra mal so einen Satz eingebaut, den wir eher beim Sprechen benutzen. Vor allem ist das ja auch immer so eine bestimmte, hat das eine bestimmte Wichtigkeit bei den Prüfungen, wenn man sowas aushandeln soll. Und da hat man schon mal das Verb zustimmen, was ja trennbar ist. Insofern heißt es dann, du stimmst der guten Idee, es ist die Idee, aber auch nach zustimmen kommt der Dativ, der guten Idee bestimmt zu, oder? Die Jacke gefällt, ja, der Infinitiv heißt gefallen, dem alten Mann so gut, dass er sie kauft, zum Beispiel. Ja? Die Sätze müssen ja nicht immer so kurz sein, es müssen ja nicht nur Hauptsätze sein, das kann ja auch in einem ganz langen Satz einfach ein Teil des Satzes sein. Ja? Diese Geschichte mit bestimmter Artikel, Adjektiv und Nomen. Hier Mann wieder männlich, deshalb hier im Dativ dem, aber hinten an das Adjektiv alt kommt en. Dann haben wir hier Frau, weiblich,
Die Jacke gefällt wem? Der alten Frau nicht. Jetzt ist einfach mal ein verneinter Satz. Deshalb holt sie sich eine andere. Oder deshalb zieht sie eine andere an. Spielt jetzt keine Rolle. Ja, die Jacke gefällt der alten Frau nicht. Ihr seht, hier ist es wirklich einfach von der Regel her. Und wenn ihr euch dann auch wieder Beispielsätze für euch merkt oder einen pro Artikel am besten, dann könnt ihr das ganz gut bewältigen.